Nun hat der Kollege Alois Gehrig das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vom Grundsatz her ist es gut, dieses Thema hier aufzusetzen. Ja, ich bin mir sogar sicher, es ist gar nicht nötig, dass wir uns da besonders stark abgrenzen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Nur eins will ich gleich kritisieren. Es ist schade, dass wir heute Abend, wo da wenige hundert Meter von hier die internationale Grüne Woche eröffnet wird, wir agrarische Themen hier im Parlament debattieren müssen. Und es ist gute parlamentarische Gepflogenheit, dass wir dieses nicht tun. Und ich bitte Sie, die hier als Fraktionen oder als Abgeordnete neu sind, und ich habe auch Verständnis, dass da eine erste Rede gehalten werden soll, dass wir im nächsten Jahr da vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf nehmen sollen. Landwirtschaftliche Nutztierhaltung im Allgemeinen und Lebendtiertransporte seit dieser genannten ZDF-Sendung im Besonderen sind zweifelsohne sensible Bereiche in unserer Gesellschaft. Eigentlich sollen EU-Richtlinien mit strikten und weitreichenden Vorschriften sowie die Kontrollen der Veterinärbehörden in den Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Tierschutz bei jedem Transport gewährleistet ist. Insbesondere bei Transporten, deren Ziele außerhalb der Europäischen Union liegen, sind schwerwiegende Missstände aufgefallen. Die ZDF-Fernsehbilder vom 21. November vergangenen Jahres haben viele Menschen, ich muss sagen, auch mich persönlich tief berührt, ja, entsetzt. Keine Frage, derartige Transportpraxis ist Tierquälerei und mit ethischen Grundsätzen der Europäischen Union und Deutschland schon gar nicht vereinbar. Für die CDU-CSU sind diese Zustände nicht akzeptabel. Es bedarf wirksamer Maßnahmen, diesen kriminellen Tierrechtsverstößen einen wirksamen Riegel vorzuschieben und dem Leid der Tiere somit ein Ende zu bereiten. Eigentlich bestehen mit den Tierschutztransportverordnungen bereits umfangreiche europäische Regelungen zum Transport von lebenden Tieren, insbesondere für die Versorgung mit Futter, Wasser, Temperatur im Fahrzeug, die Ladedichte sowie Ruhepausen gibt es strenge Reglements. Hervorzuheben ist, dass bei Transporten von über 8 Stunden der Transportunternehmer der zuständigen Behörde einen Transportplan vorlegen muss. Die Transportfahrzeuge müssen ein Navigationssystem haben, das Fahrtroute, Fahrdauer ebenso wie die Temperatur im Fahrzeuginneren aufzeichnet und dokumentiert. Die Behörden haben also umfangreiche Möglichkeiten, im Vorhinein und Nachhinein die Langstreckentransporte von lebenden Tieren zu kontrollieren und etwaige Verstöße zu ahnden. Warum kommt es trotz dieser an sich vernünftigen Bestimmungen zu den erheblichen Tierschutzverletzungen? Der neu einzusetzende Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft muss dieser Frage sehr rasch, und das wird man dort tun, auf den Grund gehen. Solange der Tierschutz bei Tiertransporten nicht wirksamer kontrolliert wird, halte ich es für absolut notwendig, den Export von Schlachttieren in Drittstaaten auszusetzen. Ich bin unserem Bundesminister Christian Schmidt dankbar dafür, dass er die Probleme bei Tiertransporten längst vor dem ZDF auf dem Schirm hatte, nämlich gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Dänemark und Niederlande forderte unser Minister schon 2014 gegenüber der EU eine stärkere Begrenzung und bessere Kontrollen bei diesen Transporten. Der Vorschlag der Bundesregierung, die Transportdauer von Schlachttieren auf maximal 8 Stunden zu begrenzen, stieß halt bei der EU-Kommission leider bis heute auf taube Ohren. Wir müssen in dieser Angelegenheit in Brüssel weiter am Ball bleiben, um Verbesserungen für die Tiere zu erreichen. Die Zusammenarbeit zwischen den Kontrollbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten ist ein wichtiger Baustein beim grenzüberschreitenden Handel, um Tierschutzverstöße aufzuspüren und zu ahnden.
Eine Begrenzung der Transporte auf maximal 8 Stunden sollte weiterhin angestrebt werden, denn Lebendtransport ist für Tiere in jedem Fall mit Stress verbunden. Und ja, es gibt ja auch Alternativen. So könnte man statt der lebenden Schlachttiere viel leichter das Fleisch von geschlachteten Tieren exportieren. Und wir haben darüber hinaus die Kontrolle über den Schlachtvorgang im eigenen Land. Und das ist auch nicht schlecht zu wissen, was da geschieht. Ein generelles Exportverbot für lebende Tiere halte ich hingegen nicht für richtig. Ein solches Verbot würde nicht nur Schlachttiere, sondern auch Zuchttiere treffen. Und beim Transport von Zuchttieren ist die Gefahr von Verstößen weitaus geringer. Schließlich haben die Züchter, die Abnehmer und der Transporteur ein großes Interesse daran, dass diese Tiere gesund an ihrem Bestimmungsort für die weitere Verwendung ankommen. Mit dem Export von Zuchttieren können wir in Europa zudem einen Beitrag leisten, die Landwirtschaft bei unseren Handelspartnern im Nahen Osten zu stärken. Auf alle Fälle gehören Lebendtiertransporte oben auf die Agenda der Tierschutzpolitik. Eine Bekämpfung von Tierschutzverstößen ist auch im Sinne der landwirtschaftlichen Tierhalter. Das hat mein Vorredner bereits angesprochen. Es besteht die Gefahr, dass die genannten Missstände der gesamten Branche angerechnet werden, also auch der übergroßen Mehrheit von Landwirten und Tiertransportunternehmen, die alle Vorschriften einhalten und die ihre Tiere gut behandeln. Sie produzieren Lebensmittel mit den allerhöchsten Qualitätsstandards und sie haben es definitiv nicht verdient, an den Pranger gestellt zu werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in diesem Sinne jetzt ausströmen zur grünen Woche, wo sich in den nächsten 10 Tagen das Who is Who der Ernährungsbranche trifft, wo auch wir die Gelegenheit haben, zu einem noch besseren Verständnis, und das ist sehr, sehr wichtig, zwischen der Ernährungsbranche und den Verbrauchern beizutragen. Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Susanne Mittag für die SPD-Fraktion.